Ich lerne brasilianische Jiu-Jitsu, eine Kampfkunst aus Brasilien. Ähnlich wie Judo, mit einem großen Schwerpunkt auf Bodenkampf. Man trägt ein Kimono und man muss es mit einem Gürtel binden. Nur, ich kann keinen Gürtel binden. Zum Glück trage ich eine Hose darunter. Liebe Wettbewerbsleiter, Toastmasters und alle, die sich bemühen, einen Gürtel zu binden. Seit 2019 bin ich zu Hause. Homeoffice. Ich hole meine Motivation von Menschen. Und Homeoffice droht es, diese Motivation wegzunehmen. Ich habe angefangen mit brasilianischer Jiu-Jitsu, weil meine Tochter daran Spaß hat. Brasilianische Jiu-Jitsu ist eine großartige Möglichkeit, fit zu bleiben und Selbstverteidigung zu lernen. Aber es geht auch um den Kampf. Wer von euch will im echten Leben einen Kampf verlieren? Nein, niemand. Ob physisch oder ob verbal. Selbst in einem verbalen Schlagabtausch will man ja nicht verlieren. Sei denn, es geht um die Frau oder ihre Tochter. Und was hier interessant ist, ich habe gemerkt, selbst meine Trainingspartner beim brasilianischen Jiu-Jitsu wollten nicht unbedingt verlieren. Aber ich war gut beim Verlieren. Sehr gut sogar. Ich habe ständig verloren und ein bisschen gelernt, aber in einem Tempo von einer Schildkröte. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche Motivation. Ich habe die Motivation in meinen Trainingspartnern gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind alle Schildkröten in einem Rennlauf. Ein Rennlauf, aber ich habe gemerkt, mein Ausdauer ist gering. Ich bin gewohnt, 5 bis 7 Minuten lang Reden zu halten. Nicht 90 Minuten lang aufzuwärmen und auch zu kämpfen. Ich brauche Motivation. Und dafür habe ich ein Laufprogramm entdeckt, namens Couch to 5K. Couch to 5K macht Folgendes. Nimmt jemand wie ich von dem Couch und bringt es 5 Kilometer laufen bei. Könnt ihr es glauben? 5 Kilometer ohne Pause. Ich bin gewohnt, mal 5 bis 7 Minuten zu laufen, aber nicht mehr. Ich brauche Motivation. Und dafür habe ich die Stimme von meiner Couch to 5K Trainerin, Laura. Sie hat eine Stimme, die war ruhig, beruhigend. Woche 1, Woche 2. Ich kann es nicht mehr. Ich habe Seitenstechen. Ich will einfach aufhören. Aber Laura's Stimme sagt, mach weiter. Woche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe es geschafft. Ich kann jetzt 5 Kilometer laufen. 5 Kilometer. Ich bin zurück zum brasilianischen Jiu-Jitsu gekommen. Und ich kann jetzt 90 Minuten lang kämpfen, ohne Pause. Ein Jahr brasilianische Jiu-Jitsu. Ich verliere weiter. Ich lerne weiter. Aber ich brauche Motivation. Meine Lehrerin sagt, Ranjit, weißt du, dass du 3-mal so schnell lernen kannst, wenn du in einem Wettbewerb teilnimmst? Der Toastmaster in mir sagt, ja, das ist wahr. Aber der Kämpfer und Verlierer in mir sagt, du wirst verlieren, du wirst verletzt werden. Beim Verlieren bin ich sehr gut, aber
verletzt zu werden und trotzdem in einem Wettbewerb mitzumachen, da war ich nicht ganz sicher. Ich brauche Motivation. Merkt ihr? Ich brauche ziemlich viel Motivation. Geht es auch genauso? Ich habe dann für einen Wettbewerb in brasilianischer Jiu-Jitsu entschieden. Ganz schlechte Idee. Erster Kampf, unentschieden. Zweiter Kampf, mein Gegner drückt meinen Kopf nach unten. Ich wollte, dass es nur aufhört. Ich wollte nicht mehr weitermachen. Aber meine Lehrerin sagt, Ranjit, gib nicht auf. Okay, ich habe doppelt so lang gehalten. An dem Tag habe ich den Kampf verloren. Ich habe etwas Wichtiges gelernt. Ich bin zurückgekommen zu meiner brasilianischen Jiu-Jitsu und ich habe mehr Selbstvertrauen. 2 Jahre brasilianische Jiu-Jitsu. Ich lerne weiter, ich verliere weiter. Ich brauche Motivation. Mein Lehrerin kommt zu mir und sagt, Ranjit, du bist bereit für die blauen Gürtel vorbereiten. Blauen Gürtel? Ich? Nur 10% von allen, die anfangen mit brasilianischer Jiu-Jitsu, machen weiter zu einem blauen Gürtel. Nach 6 Monaten Vorbereitung habe ich endlich geschafft, einen blauen Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu zu bekommen. Ich habe einen blauen Gürtel im brasilianischen Jiu-Jitsu. Ich habe meine Motivation in einem Sport gefunden. Wie viele von euch haben eine Aktivität, wo ihr ihre Motivation gefunden habt? Geht ihr morgens auf? Seid ihr bereit, loszulegen und sagen, ich bin bereit, mit dieser Aktivität loszulegen? Für den blauen Gürtel brasilianischer Jiu-Jitsu muss man lernen, wie man ein Kimono dein Gürtel bindet. Es klingt einfach, ein Gürtel zu binden. Aber wenn man einen Gürtel binden kann und der Kimono hält für 90 Minuten lang, hat man etwas Wichtiges gelernt. Man hat eine Strategie gelernt für einen Kampf. Und das Leben ist nur eine Sammlung mehrerer Kämpfe, eins nach dem anderen. Binde deinen Gürtel und fang an zu kämpfen.